Pech gehabt. War sehr normal, ich war sozial. Dann kam eine Nachricht und mein Leben zerbricht. Ich habe keinen Kontakt mehr und fühle mich leer. Man sagte keine Schule ab dem 14. März. Ich dachte, das sei ein Scherz. Plötzlich war alles anders. Ich wünschte, ich wäre woanders. Wir sind die braven Corona-Sklaven. Wir sollten Hoffnung haben. Vielleicht endet das Ganze, ohne zu klagen. Ich erinnere mich an die, die sagen, das ist keine Pandemie und wird enden in ein paar Tagen. Wir sollen in der Schule Sozialdistanz üben. Mein Freund sitzt aber da drüben. Wir arbeiten in der Klasse mit einer Maske. Der Lehrer schreibt auf einer Taste. Wir sollten Hoffnung haben. Vielleicht endet das Ganze, ohne zu klagen. Ich erinnere mich an die, die sagen, das ist keine Pandemie und wird enden in ein paar Tagen. Ich sehe keine Freunde mehr. Oh, wie ich sie vermisse sehr. Ich sitze zu Hause und warte auf die Pause. Wir sollten Hoffnung haben. Vielleicht endet das Ganze ohne zu klagen. Ich erinnere mich an die, die sagen, das ist keine Pandemie und wird enden in ein paar Tagen. Lehrer fragen uns am Anfang der Stunde, wie geht es dir? Ehrlich gesagt, fühle ich mich wie ein Stück Papier. Ich sitze im Unterricht vor dem Laptop und schreie, wenn ich gewinne im Spiel Jackpot. Ich sitze im Online-Unterricht und leider sehe ich kein Gesicht. Wir sollten Hoffnung haben. Vielleicht endet das Ganze ohne zu klagen. Ich erinnere mich an die, die sagen, das ist keine Pandemie und es wird enden in ein paar Tagen. Bald sind wir fertig mit der Schule und ich drehe mich um wie eine Spule. Wir schreiben das Abitur noch ein Jahr nur. Wir laufen in der falschen Spur. Wir haben unsere Abi-Jahre verloren. Die Zeit ist wie eingefroren. Wir sollen 10 Fächer zum Abi wählen, aber wir können noch nicht zählen. Meine Freunde sagen, sie seien froh, aber ich sitze vor meinem Laptop wie ein Bündel Stroh. Hoffentlich gehen wir im nächsten Schuljahr zur Schule normal und bleiben nicht so asozial. Ich wache jeden Tag auf, hoffe, diese Situation ändert sich. Wenn das Leben dir Steine in den Weg legt, dann schmeiß sie in den Fluss und lebe weiter. Du kannst alles schaffen, solange du daran glaubst. Eines Tages wird das alte Leben wieder da sein. Darum müssen wir die Hoffnung behalten. Sonst heißt es Pech gehabt.